Und Barça eröffnet diese Partie. Und da wird uns die Startformation von Fenerbahce eingeblendet. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barça. Gleich der erste Freistoß, das ging schnell. Und Piqué. Sergio Roberto. Jetzt wird's gefährlich. Ja, da ist Platz jetzt. Max Kruse. Zu Leo Messi müssen wir im Grunde gar nicht viel sagen, Buschi, ne? Da reicht der Name. Ach, Wolf, ein unglaublicher Spieler, einer der Besten. Valbuena! Das war nix. Der Schuss geht deutlich drüber. Rakitic. Das könnte die Chance werden. Schlecht verteidigt. Rakitic mit der Chance. Super durchgesetzt. Macht er ihn. Und jetzt gibt es eine Ecke. Jetzt der Eckball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Und jetzt bringt er den Freistoß. Das war nix. Nee, Wolf, da müssen Sie sich was Besseres einfallen lassen. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Belisoglu. Wird das eine Torchance? Gute Aktion jetzt. Da geht er. Er versucht's. Das gibt die Abstoß. Ivan Rakitic, Mascherano, Luis Suarez. Vom Barça hätten wir uns, denke ich, alle ein bisschen mehr erwartet. Bis hierhin ist das doch noch sehr ungefährlich. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gute Grätsche, Sie haben den Ball. Rakitic. Slimani. Das könnte gefährlich werden. So langsam wird es gefährlich. Slimani. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Leo Messi macht Druck. Defensiv machen sie es gut. Das war eng, aber er hat ihn. Belisoglu.
Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt Suarez. Luis Suarez jetzt. Unaufhaltsam Sergio Busquets. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Abgefangen, gut gemacht. Barcelona über außen. Messi. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Wie siehst du Messi bislang? Also, er kann deutlich mehr, da bin ich mir ganz sicher. Und er wird auf den zweiten Durchgang lassen. Sucht die Lücke. Er zieht ab. Stark gemacht. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Die Ecke kommt rein. Und gibt's jetzt die Führung. Und damit weiter kein Treffer hier und weiterhin unentschieden. Ganz spannende Szene. Victor Moses. Klasse Aktion, Ball ist weg. Barca jetzt in der Offensive. Lionel Messi. Griezmann, Riesenchance. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält erst gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Sieht gut aus für Barcelona. Durch den Treffer liegen sie vorne. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Busquets. Jetzt Suarez. Luis Suarez könnte gefährlich werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Messi, Riesenchance. Jetzt Barca am Ball, es gibt Einwurf. Messi. Suarez. Luis Suarez jetzt. Suarez, er versucht's. Oh, ein Eigentor. Da der Pech, Eigentor. Ah, und das sieht natürlich immer unglücklich aus. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist. Suarez am Ball könnte gefährlich werden. Suarez, den muss er machen. Und da ist das Tor. Den schiebt er flach rein, ganz überlegt. Wieder ein Tor für den FC Barcelona und damit eine beruhigende Führung. Ich schätze, damit ist das Ding hier durch. Denke ich auch, Wolf. Klar ist die Partie noch nicht aus, aber nach dem Auftritt bisher ist das Ding durch. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Wird's jetzt gefährlich. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Sergio Busquets. Rakitic. Barcelona mit dem Angriff. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Suarez schießt.
Er ist frei und gehalten vom Torhüter. Ein guter Schuss, aber noch besser pariert. Ecke kommt jetzt von Rakitic. Immer noch gefährlich. Schönes Pressing jetzt. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt müsste Suarez irgendwer helfen. Der Schuss von Suarez. Eine starke Parade. Gleich kommt der Eckstoß rein. So, Ecke kommt. Tor! Und da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer. Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Man kann sich fast festlegen. Das Ding dürfte durch sein und damit sind sie ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Absolut kein Zweifel, Wolf. Das war bis hierhin ein... Und nun ein Schuss. Er ist zur Stelle. Schöne Aktion. Es gibt Eckball. Jetzt vielleicht. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Jetzt Kruse am Ball. Und da ist der Ball wieder weg. Das Spiel ist vorbei. Der Schlusspfiff ist ertönt. Das ist so.